Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Engelorakel des Tages heute für den 8.4.2020. Ich gucke, ich habe die Tagesenergien bereits ermittelt, wie immer mit dem Engel-Tarot, dem Erzengel Michael-Orakel und meinem eigenen Kartendeck, dem Kraft der Engel-Orakel. Aus meinem eigenen Kartendeck habe ich die lieben Verstorbenen gezogen. Das heißt, heute ist ein besonders starker Tag für Jenseitskontakte. Es umgibt dich jemand, der dich sehr liebt. Wir haben eine tolle Energie dafür, um mit lieben Verstorbenen zu kommunizieren. Und sie lassen dich wissen, dass es ihnen sehr gut geht, dass es ihnen bestens geht und sie an deiner Seite sind. Natürlich kannst du heute dann auch in eine persönliche Beratung besonders gut kommen. Die gibt es ja sowieso aktuell noch zum Sonderpreis bei mir. Guck mal im Link unter Beschreibungstext und dann können wir gerne einen Jenseitskontakt für dich durchführen, der dich mit einem lieben Verstorbenen verbinden kann. Aus dem Engel-Tarot kommt die Karte 7 des Feuers. Das heißt, heute geht es darum, deine Wahrheit klar zum Ausdruck zu bringen. Verteidige und stehe zu deinen Überzeugungen, sagt die Karte. Egal, wer versucht, dich vielleicht heute aus der Raison zu bringen, sozusagen aus deiner Mitte herauszuwerfen, du solltest dem widerstehen und solltest ganz standhaft bleiben. Ne? Das heißt, nur wähle deine Kämpfe mit Bedacht. Das heißt, geh nicht in die kämpferische Energie zu sehr, sondern denke nach, wo sollst du wirklich kämpfen und wo solltest du vielleicht einfach die Menschen mal links liegen lassen und sagen, ich gehe da mal raus. Auf jeden Fall geht es darum, dass du deine Überzeugungen vertrittst am heutigen Tag. Und dazu kann es auch mal gehören, dass du dich von gewissen Situationen vielleicht befreien musst. Vielleicht ist es auch an der Zeit, Menschen, die dir nicht mehr gut tun, heute loszulassen. Denn die Erzengel Michael-Karte sagt, löse dich von der Situation. Gucke also heute mal genau hin, was hast du loszulassen? Dann schreib mir mal in die Kommentare, was du loszulassen hast. Denn das ist eine ganz spannende Tagesenergie, wie ich persönlich finde. Und das Gebet für den heutigen Tag, um die Tagesenergie gut zu unterstützen, sprechen wir wie jeden Tag gemeinsam. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, ich bitte darum, dass Michael mit seinem flammenden Schwert jegliche Anhaftung an Angst und Drama durchtrennt, damit ich Ruhe in dem Wissen finden kann, dass in meinem Inneren und in dieser Situation Frieden herrscht. Amen. Wenn du dem Gebet zustimmst, schreib mir wieder dreimal Amen in die Kommentare. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich heute wieder. Erlasse seine Engel deinen Weg leuchten und begleiten und schenke dir heute Liebe und Frieden vor allen Dingen. Ich freue mich wieder, wenn du morgen wieder einschaltest zu deinem neuen Tagesorakel.